Leg das Ding weg, Mann. Wir brauchen unser Schwert. Los geht's. Haracke! Na gut. Weiter. Komm ich schon. Oh. Analysieren erstmal. Nur kein Übern. Die Sahaginenkrieger. Seltene Spezies von Wüsten-Sahagins. Dieses Exemplar ist als besonders mächtiger Krieger gefürchtet, das in spezielle Magie eingeweiht wurde, mit der es seine Gruppe vor Feinden schützt. Auch hier wirksam Eis. Ausgezeichnet! Was? Eisra. Keinen Kopf! Auf geht's! Eiskalt! Ja, ich wollte gerade sagen, mach mal. Mir nach! Ziemlich schwach! Bring mich hinter uns! Was passiert hier? Ich hab genug! Es reicht mir nicht hier! Yeah. Auch das war ein extrem cooler Kampf. Chadley will wieder was? Was gibt's? Auf dich ist eben Verlass, Cloud. Natürlich. Die gesammelten Daten der besiegten Kreaturen können wir im Kampfsimulator verwenden, um... Ich habe eine Kampfsimulation daraus erstellt. Es ist zwar richtig, dass du dabei geholfen hast, Mai. Erstellt wurde sie allerdings von mir. Die beiden, ey. Steht jedenfalls nun zur Verfügung. Das ist ja schön. Vielen Dank euch beiden. So, aber von hier... Was ist das denn da oben? Foto der Sternschauer. Da müssen wir hin. Zu dem Ding da oben. Da können wir direkt mal hinlaufen. Da bin ich mal gespannt. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Also keins dieser Aufgaben. Schauen wir doch mal, was das ist. Okay. Das ist der Vorbote des Unheils. Ist das so? Von jetzt! Los! Keine Chance! Bring es hinter uns! Okay, Moment, Moment. Wir machen erstmal Analyse von Alakran. Jetzt bin ich mal so. Ja, ist aber wild. Ein großer Gliederfüßer, der in trockenen Gebieten anzutreffen ist. Sein furchteinflößender Schwanz und seine Scheren verleihen ihm eine unheilvolle Gestalt, weshalb er als Vorbote großen Unheils gefürchtet wird. Ja, das glaube ich. Wirksam Eis. Und genau deswegen... Oh, Limit. Kreuzschlag. Nee, 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 nee. Wir machen erstmal Eisra auf den Alakram. Erstarre! Jetzt oder nie! Ja. Junge, ich komm da nicht raus. Zu nachlässig. Hier nach. Jetzt. Los. Ja. Ja. Okay, von mir aus. Muss das beenden. Nicht schlapp machen. Was ist denn mit dem los, Alter? Weiter! Okay, weißt du was? Beschwören will ich jetzt nicht, aber ich will beschwören. Tob dich aus. Wir sind gleich tot, sehe ich gerade.
Nee, Limit mache ich erst, wenn... Wenn der im Schock ist. Sag mal, warum heilt mich die Dingens nicht? Magie? Sie hat keine MP. Gebet? Ja, komm. Mogri-Bombe. Ich krieg den nicht in Dingens, ne? In Schockzustand. Irgendwelche letzten Worte? Aber so reicht es auch, hoffe ich. Nicht ganz. Wow. Sternschauer fotografieren. Mache mit Hilfe der Sternschauaufzeichnungen Fotos dieser besonderen Naturphänomene, die den Originalen im Aufbau gleichen. Damit die Fotos den Gelehrten bei ihren Forschungen nützen, ist eine Übereinstimmung von mindestens 80% nötig. In meinen Notizen. Ja, Moment. Ich brauch so ein Ding. Ja, aber woher soll ich denn so ein Bein jetzt finden? Hä? Hier ist schon nichts, was so ähnlich aussieht. Alter, ist einmal ein Dino. Das sieht schon krass aus. Also guck mal hier. So soll das aussehen? Ja, und wo ist dieses Bein? Ich hab keine Ahnung. Ach so, Moment, das sind ja mehrere. Oh. Ich Idiot. Okay, Kamera, so müsste es eigentlich passen. Oder? Passt das? Hast du dir die Fotos der Ältesten überhaupt angesehen? Zufrieden? Nochmal versuchen. Okay, warte. Ja, dann eben so. Ganz getroffen hast du es nicht. Willst du mich verarschen? Nächste Notiz. Nein, das ist es. Sind das die Prozentzahlen? Aber wie soll ich die denn... Wie soll das denn gehen? Moment, bin ich falsch? Bin ich in einem falschen Winkel? Kamera zurücklegen. Abbrechen. So. Moment, ich geh mal ein Stück vor. So, und jetzt Kamera hervorholen. Und jetzt probieren wir es nochmal. Muss ich auch zoomen? Boah, Alter, dieses Bild zu machen ist ja Katastrophe. So. Aber so ist es doch eigentlich richtig. Oder gucke ich aus dem falschen Winkel? Ich sehe es halt nicht richtig. Ich krieg keine 80% hin. Nicht mal annähernd.
Moment, ich guck glaube ich falsch, ne? Vielleicht von hier? Wo Erich steht? Oh, da war es grün. Da war es doch gerade grün, Mann. Das reicht. Fotoschießen. Ja, das sieht doch gut aus. Gut. Ja, ich bin zufrieden. Ach, sieh mal an, Cloud, was du so alles kannst. Ja, ja. So bin ich. Lass uns auch woanders schauen. Das hat Spaß gemacht. Okay, 1 von 3 haben wir. Das hat echt Spaß gemacht. Das war echt cool. Auch wenn es ein bisschen umständlich war, aber hey. Spaß muss sein. Wie komme ich hier hin? Das sieht aus, als ob ich hier hoch kann. Aber kann ich das? Kann ich das? Wir werden es sehen. Okay. So, das ist schon mal der richtige Weg. Ungefähr. Er muss da rüber. Diese Höhle da unten. Waren wir da schon mal drin? Was macht die? Was gibt's da? Wo komme ich denn hier hin? Boah, ich will hier gar nicht hin. Ich will ganz woanders hin. Darüber nämlich. So, diese... Ich weiß gar nicht, ob ich bei dieser Höhle schon mal war. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern. Das schaue ich mir erstmal an, bevor ich irgendwie versuche rumzufliegen. Hier, diese Höhle. Was gibt's denn hier? Hier geht's auf jeden Fall irgendwo hin. Da geht's hoch. Nein, geht das nicht. Gleich ohne Chocobo. Wieso kann ich denn da nicht hoch? Hä? Kann man auch safe hoch, Alter. Geht wohl nicht. Was war denn hier? War hier mal irgendwas? War mir schon mal? Ich kann mich nicht erinnern. Okay, es sieht aber danach aus, als wären wir hier leider falsch, oder? Ich muss mich an jeden Strohhalm hier halten. Okay, das geht nicht. Scheiß drauf. Wir gehen wieder raus. Wir müssen irgendwie mit dem Ding hier hochkommen. Ist jetzt nur die Frage, wie? Kann ich mit dem Schokobo hier hoch? Nein, das geht glaube ich nicht. Ich bekomm's nicht hin. So, nochmal. Komm ich hier nicht hin? Nö. Ich komm da nicht hin. Das gibt's doch nicht. Es gibt aber auch keine Landebahn oder so. Nein, Mann, ich habe keinen Bock jetzt zu kämpfen. Haut ab. Ich muss irgendwie da hochkommen.
Wie komme ich hier hoch? Da fällt mir ein, irgendwo habe ich eine Haltestelle verpasst, ne? Ist nicht weiter schlimm. Schokobehaltestelle. So, hier komme ich hier hoch. Ich glaube, es hängt alles hiermit zusammen, ne? Wie zum Henker komme ich da hoch? Das kann doch nicht so schwer sein. Ich versuche es mal herauszufinden. Mal gucken. Ich hoffe, ich finde es. So, das Ding hier haben wir, glaube ich, schon mal benutzt. Ja, hier stand ich schon mal und dachte mir, da kommen wir doch niemals rüber. Und das haben wir auch nicht geschafft. Aber ich glaube, hier gibt es noch einen Weg weiter hoch. Vielleicht finden wir da oben noch was. Vielleicht. Gibt es hier noch eine Schanze, die uns... Wobei, das sieht... Oh doch, hier geht's noch weiter. Vielleicht da oben. Oh. Uch. Ja, komm. Das machen wir erstmal. Moment mal. Kommen wir da rein? Was ist das hier? Natürlich verschlossen. Das ist doch scheiße. Okay. Hier haben wir noch ein bisschen was. Perle, irgendwas passt nicht mehr. Irgendwann reicht's. Da hoch? Ja, komm. Wir müssen uns eh hinsetzen. Wir müssen uns hier hinsetzen. Wir benutzen ein Kissen, um uns ein bisschen auszuruhen. Ein bisschen die HP-MP zu füllen. Und natürlich werden wir uns bedanken bei dir, mein kleiner Freund. Gut gemacht. Du Schnuckiputz. So, Kissen. Komm her, auf diese dreckige Bank setze mich nicht einfach so. Das geht nicht. Ja, Kissen, wir haben 57 Kissen. Das ist mehr als genug. Da kann man sogar zwei nutzen, damit es extrem gemütlich ist. So, jetzt aber immer noch die Frage. Haben wir hier oben... Le Sprungschanze? Die uns irgendwo hinbringt. Ich sehe von hier keine. Die Sprungschanze da unten, die bringt... Okay, nee, ich glaube nicht. Da war wohl doch ein Griff ins Klo hier oben. Schade. Hä, hey, Moment mal, das ist doch hier... Hier waren wir doch schon mal. Hier waren wir doch schon. Wir sind komplett falsch. Ich wollte eigentlich hier auf der Seite gucken. Oh, unfassbar. Oh. Ja. Ja, komm. Ich will mich hier in Ruhe umsehen. Nur zu. Weiter. Ja, kann ich euch nicht gebrauchen. Griffon. Kennen wir die schon? Ja. Ansonsten haben wir hier sonst niemanden mehr. Was war das? Blitz. Flammenblitz. Das war abzusehen. Wow. Das war fix. Da ist eine Schanze. Ist das die Schanze, die uns rüberbringt? Da ist der Turm. Das muss sie sein. Das muss sie sein. Sonst weiß ich echt nicht, wohin. Na, komm schon. Boah, das... Ja, das müsste eigentlich klappen. Das klappt. Bitte. 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 Yes. Klasse, Freunde. Bin sehr stolz auf euch. Wir sind aber noch ziemlich weit oben gelandet. Moment mal. Hey. Ganz ruhig hier. Muss ich hoch? Oder runter? Erstmal runter und dann hoch.
So. Boah, bin ich froh, dass wir das geschafft haben. Und von hier kommen wir, glaube ich, zu den anderen Sachen, ne, die hier auch noch sind. Das ist jetzt der Plan, das herauszufinden. So, wo bist du? Da bist du. Klasse. Wir haben sehr lange auf diesen Moment gewartet. Aber ich sag ja, es ist ein bisschen tricky, hier hochzukommen. Ich musste nur die richtige Schanze finden. Oh. Oh, wow. Funkturm in der antiken Hauptstadt. Schön. Cooler Name. So, wo geht's hier runter? Hier geht's runter. Okay, der andere Weg war wahrscheinlich ein bisschen schneller gewesen. Aber hey. Immerhin haben wir es geschafft. Endlich. So, da hinten ist so ein... Dann holen wir uns das erstmal. Erstmal die Crackpfeife. Oh. Was? Was ist da hinten? Sag es mir. Eine Ätherknolle. Perl-Ingwer. Ja, Perl-Ingwer. Okay, weißt du was? Es reicht mir langsam mit Perl-Ingwer. Synthese. Mal gucken, was wir so machen können mit Perl-Ingwer. Was ist denn Lucke? Könnt ihr nicht sehen, aber da steht Lucke. Heilspray. Auch nicht für uns. Oregano. So, was gibt's hier noch so? Wir können... Perl-Ingwer können wir gar nichts machen. Diese Enttäuschung. Talisman der Unterwelt. Aber auch hierfür brauchen wir kein Perl-Ingwer. Nein. Leider nicht. Auch nicht. Oh. Kommandantenarmschutz. Plus. Können wir anfertigen. Ja, warum nicht? Warum auch nicht? So, Morbol-Sphäre. Auch hier kein Verwendungszweck hier für unser Perl-Ingwer. Perl-Ingwer ist echt nicht wirklich angesagt, muss ich sagen. Reif der ultimativen Kraft. Für Cloud macht das wenig Sinn. Für unsere Katze auch. Toll. Arcana Ohrring. Okay, brauchen wir auch nicht. Aber Perl-Ingwer, immer noch kein Bedarf daran. Was kann ich denn machen mit Perl-Ingwer? Wo ist es denn? Hier, Supertrank könnte ich machen. Oder Barmherzigkeit des Planeten. Wie viele denn? Einen einzigen. Perl-Ingwer, komm schon da. Wie viel können wir hier machen? 10, komm, wir machen mal 10. Dann können wir wenigstens wieder Perl-Ingwer sammeln. Es gibt einige Legenden im Tal. Ja. Sie besagen, dass sich der verletzte Gott der Zerstörung in grauer Vorzeit nach einem heftigen Kampf hierher zurückzog. Seine karminrote Färbung erklärt sich dadurch, dass er für undenkbar lange Zeit unter dem Schutz dieser Gegend stand. Neobarmodes Schrein. Wir haben es gefunden. Oh ja, ich sehe schon kommen. Diese Kombination wird mich wieder brechen. Die werden immer schlimmer. Die Combinations. Aber ich glaube, dieser Bahamut ist es wert. Kreisdreieck XX. Kreisdreieck XX. Okay. Oh.
First try, Freunde. First try. Boah, diese S-Bar gefällt mir. Die gefällt mir sehr. 2 von 3 gefunden. Klasse. Chadley. Damit konnte ich mein Wissen um die S-Bar enorm erweitern. Geil. Ohne dich wäre das unmöglich gewesen, Cloud. Gern geschehen, gern geschehen. Mach ruhig was da draus. So, wir gehen wieder zurück. Wo ist mein treuer Gefährte, der mich über Stock und Stein bringt? Im wahrsten Sinne des Wortes. So, wir gehen hier weiter, denn hier finden wir noch was. Es gibt noch einiges zu entdecken hier. Da wir jetzt schon mal hier oben sind, können wir uns diese Ruine mal anschauen. Klasse. So, was gibt's denn hier Schönes? Foto der Sternschauer können wir hier machen. Okay. Die Eule will uns was zeigen. Wo ist sie denn jetzt? Wo ist die Eule hin? So, was ist das denn hier? Wo geht's denn hier hin? Voller Secret entdeckt, weißt du? So. Viele Wege führen zu den Kristallen, wie es aussieht. Das ist okay. Ich wollte eh mit der Eule. Da hinten ist die Eule. Ja, ist ja gut. Ich komme ja schon. Das ist also der richtige Weg jetzt. Ins Paradies mit uns. Ja, ich merke schon. Wow, diese Blüten hier plötzlich. Und ab dafür. Ich glaube, das ist der letzte, oder? Oder der vorletzte? Und die Eule fliegt mal wieder drumherum, als gäbe es kein Mitternacht mehr. Was? Was passiert? Hä? So, wie viele haben wir jetzt davon? Eine Lebensquelle fehlt noch. Das Volk der Zetra und der Stamm der Gi. Interessant, das lese ich. Ich glaube, das ist der letzte Bericht hier, ne? Der letzte Bericht. Vor langer Zeit stießen die Zetra auf die Existenz eines Stammes, der nicht in der Lage war, durch den Lebensstrom zum Planeten zurückzukehren und deswegen ständig umherwanderte. Die Gi. Die Zetra errichteten daraufhin einen unterirdischen Altar, um den Sorgen der Gi zu lauschen, ihre tobenden Seelen zu beruhigen und einen Weg der Koexistenz zu finden. Warum sind die so zerstritten? Die Zeit verging und die Zetra, die den Untergang geweiht waren, versuchten ihr Wissen an die Menschen in Cosmo Canyon weiterzugeben. Dieses Wissen wurde zur Planetenkunde, welche sich durch Forschung und Debatten in der ganzen Welt verbreitete. Als die Zetra Cosmo Canyon verließen, gab es niemanden mehr, der den Groll der Gi besänftigen konnte, wodurch sie rasend wurden und schließlich das Dorf angriffen. Dank der Taten und Opfer tapferer Krieger gelang es jedoch, die Gi erneut zu bannen. Vielleicht können die ja wieder miteinander leben? Irgendwann mal? Eine Entdeckung gemacht, was? Ach so, wir sind ja hier schon direkt an diesen, bei dieser Ausgrabung. Ja, da muss ich hier einmal drumherum. Das machen wir gleich. Wo ist es? Da oben. Da freust du dich, ne? Dann pick mal in den Boden rein. Gunst des Planeten kann ich jetzt machen. Ja, ist ja toll. Fand ich das nicht vorher auch schon? So, einmal da rüber. Aha. Über mir. So,
So, und her damit. Bikerreif. Der Biker ist reif, Freunde, der ist reif. So, wo? Hä, wo muss ich hin? Oh, okay, ist ziemlich weit unter mir, glaube ich. Oder auf der Seite. Ja, yeah, hier unten. So, das war's nicht. Ups. Okay, einen Meter weiter, ich bitte dich. Klasse, Schutzbit. Was auch immer ein Schutzbit ist, aber wir werden uns später angucken. Es ist nicht mehr ganz so viel hier in den Bergen von Cosmo Canyon. Ich glaube, hier waren noch... Ja, das Stückchen hier. Die zwei Sachen können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Und dann holen wir uns das hier und das hier. Und dann gehen wir in den Norden. Dann können wir im Norden ein bisschen wuchern. Oder? Ich hoffe, dass ich hier irgendwie lang komme. Ja, das sieht gut aus. Wir sind auf jeden Fall, boah, das sieht echt cool aus hier, auf dem richtigen Weg.